Es schreit der Fernseher in deinem Zimmer, damit du nicht alleine fühlst. Unsere Entstehungsgeschichte fängt einmal mit mir allein an. Also ich habe 2 Lieder veröffentlicht 2018. Hab mir gedacht, wer nichts macht, macht er nichts falsch, außer dass er nichts macht. Und habe gehofft, dass, wenn es gut ankommt, dann die richtigen Leute zu mir kommen. Was er dann bei der dritten Single geholt, die was auf YouTube zum Anschauen ist, dann auch der Fall war. Da haben der Klaus und die Marion mich dann unterstützt. Und ja, in der Folge dessen haben wir gesagt, schauen wir sie an, wenn sie was ergibt. Wir waren alle motiviert und dann hat uns der Roman von den Buffalo Bells kontaktiert. Also hat mich kontaktiert, kurz vor Weihnachten war das, ob wir nicht als Vorband beim Doppel-Neujahrskonzert in Eurazfeld spielen wollen. Das war im Jänner, Anfang Jänner dieses Jahres. Und es war eigentlich ein super Gefühl, waren viele Leute dort. Und dann haben wir gesagt, ja, damit das Ganze nur ein bisschen knackiger wird, wir brauchen, wie die meisten Bands, einen Schlagzeuger. Und dann ist dann schlussendlich der Alexander vor kurzem zu uns gestoßen und gibt uns das restliche, müssen wir sagen, die Basis, die vom Schlagzeug kommt. Unser Genre würde man als bodenständigen, authentischen Austropop bezeichnen. Also eher akustische Sounds von der Gitarre her, nicht zu hart, aber wir werden jetzt beim künftigen geplanten Album, was 2020 wahrscheinlich rauskommen soll, ein bisschen mehr verschiedene Musikrichtungen versuchen einzubeziehen, ein bisschen rockiger, ein bisschen funkiger, ein bisschen auch fröhlicher von den Themen zu werden. Sie sagen, die Zeit hat alle Wunden. Doch kein Wunder glaubst du nicht. Die Texte kommen eigentlich aus meiner Hand heraus und ich mache einfach den Vorschlag, spiele bei einer Bandprobe kurz was an und sage, wie schaut es aus, übernehmen wir das. Dann tun wir Schritt für Schritt einfach das Lied einmal aufbauen und noch ein paar Mal spielen, wenn es passt, dann ist es im Programm drinnen. Nun sitzt du da und zählst die Stunden. Kein Schrei, der Schweigen bricht. Die Fahrt ist alles an. Ja, das Musikvideo zu Cold ist für mich ganz ein spezielles Herzensprojekt. Das ist das erste professionelle Video und ich habe das gemeinsam mit dem Wesseli Marek gedreht. Also der Wesseli Marek war der Produzent von dem Ganzen und wir haben da in Wien die Stadt unsicher gemacht mit unserem Teddybären, der seit kurzem den Namen Arnold trägt. Und das Besondere ist, dass sich der Bär auch selbstständig bewegt. Also wir haben da sehr viel Detailarbeit reingesteckt, damit das Video dann so ausschaut, wie es ausschaut. Und sind da sehr stolz, dass wir das mit sehr geringem Aufwand so hingebracht haben, wie es ist. Es ist eine sehr tragische Geschichte, kann man sagen. Der Teddybär soll in diesem Video auch irgendwo so nicht endend wollendes Leid auch widerspiegeln und aber auch irgendwie die, es ist ganz interessant, wie so ein Teddybär wirkt, dass man kann einfach viel mehr Mitgefühl für so eine liebliche Figur, so eine kindliche Figur aufbringen, als wir für Menschen mittlerweile, weil einfach das Leid einfach schon überall drinnen ist und ich habe den Kontrast ziemlich stark gefunden und das hat mir so gefallen an dem, an der Produktion von dem Musikvideo. Ja, das Album ist derzeit in Arbeit. Wir proben schon die ersten Lieder daraus und wir werden dann nachher ganz kurz eins der Lieder anspielen, allein wenn das Leben heißt es. Also grundsätzlich wird die Richtung im Vergleich jetzt zu den ersten 3 Liedern natürlich auch durch den Zuwachs in der Band und einfach andere Grundstimmung auch eher positiver gestimmt für Aufbruchstimmung.
teilweise auch ein bisschen Gesellschaftskritik, aber jetzt fernab eher von politischen Themen, sondern eher Grundsatzthemen in der Gesellschaft momentan. Was vielleicht ein bisschen anders ist wie bei manchen anderen Bands, wir werden schon die ersten paar Lieder einmal ausprobieren bei den kommenden Auftritten. Zum Beispiel werden wir voraussichtlich beim Pflastersound in Amstetten Mitte Juli spielen. Und da wird schon die ersten Lieder zum Hören geben als kleine Kostprobe und auch, dass wir sehen, ob die so gut ankommen, wie wir es erwarten. Und ja, Produktion werden wir dann wahrscheinlich im Herbst und starten und dann das Ganze 2020 einmal veröffentlichen. Auf Social Media sind wir zu finden auf Facebook unter Freudenberger Austropop und Instagram unter Fun Freudenpop. Auf YouTube findet man uns auch auf unter Freudenberger Austropop oder halt Freudenberger Kalt, wer es Lied hören will. Und dann sind wir noch vertreten auf Bandcamp, wo es auch das Album gibt, auf Soundcloud, wo man sich die Lieder anhören kann und sind auch in jeglichen Online-Stores mit 3 Liedern, also auf Amazon, iTunes, Spotify, überall kann man eigentlich uns finden mittlerweile. Und wie versprochen, gibt's jetzt den Song Allein wann's Leben für euch. Mit nimmer Bahner nur mehr Luft. In jeder Hürde Chancen sehen. Ich hab das Gefühl, ich kann alles schaffen. Mit dir durch Feuer und Regen gehen. Na, da wird mit so viel Leid und so viel Hass. Und man kann ja schon am Verzweifeln ist. Sagst du, die Welt ist so schön und so groß. Lass uns gemeinsam auf die Reise gehen. Weil wir werden alles geben. Alles geben. Wir erleben uns Leben. Ein schönes Leben. Doch einmal finster um uns wären, ein Licht am Himmel hört für uns Stern und er lacht uns aus. Wer's nicht versteht, sich die Erde doch immer weiter dreht und er lacht uns aus. Wer weiß genau, dass das nicht alles gewesen sein kann. Ich möchte nicht mehr alleine, nur mehr lachen. In jeder Hürde eine Chance sehen. Ich hab das Gefühl, ich kann alles schaffen. Kann mit dir durch Feuer und Regen gehen. Und wir werden alles geben. Alles geben. Ein Lebensleben, ein schönes Leben. Wir werden alles geben, alles geben. Wir ein Lebensleben, ein schönes Leben.